Viele Menschen erleben in diesen Tagen den Schock ihres Lebens und wissen nicht mehr ein noch aus. Denn sie haben die neuen Nebenkostenabrechnungen erhalten, die Abschlagszahlungen, die sie in Zukunft zahlen müssen. Und die haben es wahrlich in sich. Es ist die Quittung für eine grüne oder linksgrüne Energiepolitik, die Quittung einer Energiepolitik, die in den letzten Jahrzehnten sich abgezeichnet hat und die Menschen mehr oder weniger in die Gasfalle getrieben hat. Ja, sie sitzen in der Gasfalle, wurde angepriesen als billige Energie, aber am Ende stellt sich heraus, dass das Gegenteil der Fall ist, und zwar in einem Ausmaß, wie man es sich bisher einfach nicht vorstellen konnte. Mich erreichen täglich E-Mails von völlig verzweifelten Menschen, die mir ihre Nebenkostenabrechnungen schicken, und ich konnte das zum Teil überhaupt nicht glauben. Ich meine, ich habe ja auch eine Nebenkostenerhöhungsandrohung bekommen, aber da wurde nur gesagt, also zahlen Sie bitte etwas mehr, das Ende des Jahres wird dann teurer. Aber was mit dem normalen Menschen auf den Straßen gemacht wird, die in einer Mietwohnung wohnen oder beziehungsweise von Menschen, die in Einfamilienhäusern leben, in kleinen Häusern, die natürlich besonders energieintensiv sind zum Teil. Also das sprengt wirklich die Vorstellungskraft, und man muss sich fragen, wie das weitergeht. Hier wird die halbe Nation in den Ruin getrieben. Und das dürfte wirklich ziemlich arge Konsequenzen haben, auch wenn Herr Scholz heute wieder mit Durchhalteparolen an den Tag und in der Presse gekommen ist und sagt, es wird alles halb so schlimm und wir schaffen das schon. Das hat er nicht gesagt, aber könnte er sagen, denn das ist genau das, was die meisten Leute nicht schaffen. Denn denen steht ja das Wasser bis zum Hals. Die wissen überhaupt nicht, wie sie diese Nebenkostenrechnung, die zum Teil ja die Miete sogar übersteigen, überhaupt zahlen sollen. Und da habe ich euch heute mal ein Foto bzw. eine Kopie einer Nebenkostenabrechnung vorbereitet, die mir zugeschickt wurde, und ich meine, ich habe meinen Augen nicht getraut, was da steht. Ja, also lest es bitte selbst. Es handelt sich um eine Frau, die in einem kleinen Häuschen lebt in Sachsen, und die hat 1300 Euro Nettoeinkommen. 1300 Euro verdient sie netto. Sie arbeitet, ist fleißig, arbeitet als Krankenpflegerin und hat nun hier die neue Nebenkostenvorauszahlung bekommen ab 13.11. Und was ihr da lest, ist richtig. Also Abschlagsbetrag netto, dann kommt natürlich noch die berühmte Mehrwertsteuer drauf, also das, was wir an den Staat zahlen, nochmal 116,87 €. Und der Abschlagsbetrag ab November beträgt 732 Euro. 732 Euro pro Monat. 732 Euro pro Monat. Und es ist kein Druckfehler. Es ist kein Versehen. Da ist nichts Falsches dran. Sie hat verzweifelt bei dem Gasprovider da angerufen und hat gesagt, nee, ist leider so, müssen Sie jetzt zahlen. Diese Frau ist am Ende, sie war am Weinen, und das ist ein Symbol für das, was die Politik mit den Menschen hier in Deutschland macht. Ich kann nur sagen, wenn das so weitergeht, dann wird es wahrscheinlich irgendwann auch mal sowas wie einen Aufstand geben oder so. Also ich verstehe die Welt nicht mehr. Also ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass da alles richtig ist, sondern was ich mir vorstellen kann, ist, dass da einige sich gehörig die Taschen voll machen. Ja, der Gaspreis ist gestiegen, aber hat sich eben nicht verzehnfacht, sondern aktuell irgendwie vervierfacht an den Großhandelsmärkten. Und jetzt gehen die Provider hin, die Energielieferanten hin und kassieren bei den Leuten richtig ab. Und diese werden mehr oder weniger in die Verzweiflung getrieben. Das sollte sich Herr Habeck, das sollte sich Frau Baerbock und das sollte sich Herr Scholz angucken. Diese Abschlagszahlung von einer Frau, die 1300 Euro netto verdient im Monat. Sie soll jetzt 732 Euro im Monat zahlen. Das geht doch einfach gar nicht. Die arme Frau wollte schon ihr Haus verkaufen und so weiter. Jetzt unterstützt sie ihr Sohn. Bei dieser Gelegenheit auch mal darauf euch einen Tipp geben. Also ihr müsst diese Vorauszahlung und diese Neuberechnungen und diese Abschlagszahlung, die müsst ihr nicht akzeptieren.
Ihr könnt auch dagegen protestieren, ihr könnt einen anderen Anbieter suchen. Meistens hilft das schon. Also, dass man nicht, dass man also bei der Konkurrenz mal schaut, ob man dort weniger bezahlen muss im Monat. Das geht. Und was überhaupt nicht geht, ist, dass der Provider im Nachhinein sozusagen euch abkassiert, denn ihr habt ja Verträge gemacht mit den Gaslieferanten und mit den Stromlieferanten und so weiter. Die müssen sie auch einhalten. Die können also jetzt nicht noch im Nachhinein diese hohen Summen abzocken. Also anders kann man das ja nun wirklich gar nicht mehr sagen. Ich weiß gar nicht, wie das enden soll. Also merkt euch, Widerspruch einlegen, neuen Provider suchen, neuen Anbieter suchen. Ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht die größte Lösung, die beste Lösung, weil die sind ja auch teurer geworden. Aber oftmals hat man dann zumindest, was weiß ich, 10, 20, 30% eingespart, was ja immer noch viel zu wenig ist. Wenn die Frau jetzt statt 732 500 € im Monat zahlen muss, nur für Energie, das geht ja nun auch nicht. Also mir stehen die Haare zu Berge. Also es ist, und da hat Baerbock heute noch vor einer Kriegsmüdigkeit gewarnt, von der Kriegsmüdigkeit. Also diesen Begriff, den kennen wir doch irgendwoher. Ich habe eine Umfrage gemacht bei Telegram, auf meinem Telegram-Kanal, MM News Offiziell. Der Link ist hier unter diesem Tube, wie es denn bei euch aussieht. Und immerhin habe ich ja bei Telegram über 40.000 Mitglieder. Könnt ihr gerne beitreten. Die Umfrage lautet, Nebenkostenvorauszahlung, wie teuer, um wie viel höher ist die neue Abschlagszahlung bei euch geworden? Und das ist ganz interessant. Also 25% berichten, dass sich die neuen Abschlagszahlungen um 25, verdoppelt haben. Verdoppelt ist ja auch schon der Hammer. Verdoppelt. 21% sagen, es ist dreimal höher geworden. 10% sagen, sie hat sich vervierfacht. Das ist unvorstellbar. 7% sagen, es ist fünfmal höher geworden. 9% sagen, sie ist zwischen 5 und 10 Mal höher geworden, die Abschlagszahlung. Zwischen 5 und 10 Mal höher. Das entspricht ungefähr dem Beispiel, das ich euch am Anfang genannt habe, dass diese Frau, die war, glaube ich, bei 72 € Abschlagszahlung im Monat, was ja normal ist im Monat, die war bei 72 und muss jetzt eben 732 zahlen. Das ist also fast 10-mal höher. 28% der Befragten sagen, dass sie bisher keine Veränderung spüren. Dazu muss man allerdings sagen, dass das wahrscheinlich nur die Ruhe vor dem Sturm ist. Fakt ist, dass wir alle davon betroffen sind und dass wir alle mehr zahlen müssen. Und ich würde mal sagen, eine Verdopplung der Nebenkosten ist so gut wie sicher. Meistens dürfte sie sogar 3 bis 4 mal bis 5 mal höher sein. Also freut euch nicht zu früh. 28% unverändert. Das kann natürlich auch sein, dass diese Leute gar nicht mit Gas heizen, denn wie gesagt, wir sind ja alle in die Gasfalle geschickt worden, weil es angeblich billiger ist, umweltfreundlicher und so weiter. Die Leute haben ja früher gar nicht mit Gas geheizt, sondern sind ja da sozusagen mehr oder weniger auch reingezwungen worden, weil man ja die Ölheizung, weil das nicht mehr geht und Kohle und alles andere sowieso verpönt war. Und diese Leute sitzen jetzt nicht nur in der Gasfalle, sondern sie sitzen auch in der Preisfalle. Sie werden regelrecht erpresst von der Politik, von den Unternehmen. Und ich glaube, dass das doch ganz, ganz böse Konsequenzen hat. Wenn jemand zum Beispiel jetzt kein Gas hat, sondern also eine ganz einfache Ölheizung, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, die haben zum Beispiel gar keine Preiserhöhung. Ja, das Öl ist sogar in den letzten Monaten wieder gefallen. Der Ölpreis lag, was weiß ich, vor 3 Monaten noch bei 120, 125 € pro Fass, pro Barrel. Und ist also in den letzten 1, 2 Wochen auf 85 $ pro Barrel gefallen. Das heißt also, 1 Liter Öl kostet ungefähr 50, 60 Cent und ist aktuell sogar eine der billigsten Arten, seine Bude noch warm zu bekommen. Darüber hinaus ist natürlich auch sehr empfehlenswert, weiter zu den guten alten Heizmitteln zu greifen. Der Kohleofen, ja, vielleicht habt ihr ja noch einen Kohleofen irgendwo oder kauft euch einen Ofen, obwohl diese Öfen sind offensichtlich jetzt auch ausverkauft, wo man zum Beispiel auch mit Holz heizen kann.
Das sind sehr effiziente Methoden. Oder wenn ihr ein Häuschen habt, dann kann man sich ja da auch einen Kamin reinhauen. Und das ist eine ganz romantische Art, das Haus und die Wohnung warm zu bekommen. Aber das ist natürlich jetzt alles zu spät. Erstens gibt es keine Kohleöfen mehr. Kaminbauer sind wahrscheinlich auch alle ausgebucht. Und die Leute, die jetzt von Gas abhängig sind, die können ja nicht von heute auf morgen ihre Heizung auf irgendetwas anderes umstellen. So sitzen also alle in der Gasfalle und in der Preisfalle. Und ich bin mal gespannt, wie das noch weitergehen soll. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass es friedlich wird im Herbst. Und diese Frau, deren Nebenkostenabrechnung ich eben gezeigt habe, die hat auch gesagt, also jetzt ist vorbei, jetzt gehe ich auf die Straße. Sie war völlig verzweifelt. Sie hat ihren Sohn noch angerufen, gefragt, ich muss jetzt das Haus verkaufen, ich muss das Häuschen verkaufen, für das sie das ganze Leben lang gespart hat, weil sie die Nebenkosten nicht mehr zahlen kann. Sie wird kein Einzelfall sein. Davon betroffen sind wahrscheinlich Millionen Menschen hier in Deutschland. Und darum sollten sich mal die Politiker kümmern. Nicht um die Weltpolitik, nicht die Milliarden und Billionen hin und her schieben, sondern sie sollten sich mal um die eigene Bevölkerung kümmern, um die Nöte der eigenen Bevölkerung. Aber davon sind wir wohl aktuell weit entfernt. Ich halte euch weiter auf dem Laufenden. Folgt mir auf Telegram. Der Link ist hier gleich unter dem Tube. MM News offiziell heißen wir da. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das alles weitergehen wird in dieser Republik. Es wird auf jeden Fall einen heißen Herbst geben.